Ich habe bestellt sich einen neuen Gaming-PC. Okay, Andi, also ich packe meinen PC ein und dann komme ich direkt zu dir. Also bis gleich, Tüdelü. Oh Mann, ich muss mich echt beeilen. Okay, eingepackt ist er, jetzt muss ich ihn nur noch die Treppe runterschaffen. Oh mein Gott, ist er schwer? Nein! Oh mein Gott, nein! Er ist kaputt, Mann! Oh Mann, was mache ich denn jetzt? Ich muss mir schnell was einfallen lassen. Ich weiß was, ich bestelle mir einfach heimlich einen neuen. Oh Mann, soll ich das wirklich machen? Ich glaube schon, diesmal merken sie es nicht. Und bestellt. Hast du was bei Amazon bestellt? Nein, warum? Mir wurden hier schon wieder 1800 Euro abgebucht. Fängt das schon wieder an. Micha! Hast du was bei Amazon bestellt? Nein, warum? Mir wurden hier schon wieder 1800 Euro abgebucht. 1800 Euro, geht das schon wieder los? Micha! Ja? Du hast schon wieder was bei Amazon bestellt. Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Doch, Mutti, sag's ihm. Es wurde ein Gaming-PC mit einer 3080 Ti gekauft. Noch ein Gaming-PC, du hast doch schon einen. Ach so, das? Jetzt weiß ich, was du meinst. Wofür brauchst du einen zweiten Gaming-PC? Naja, ich wollte meinen Gaming-PC zu Andi mitnehmen. Und weiter? Er ist mir die Treppe runtergefallen und kaputt gegangen. Er ist kaputt? Ja, deshalb wollte ich mir einen neuen kaufen. Und wer soll das zahlen? Wir? Ja. Okay, ich kann dir sagen, was wir machen. Wir werden den PC zurückschicken. Dann zockst du einfach mit deiner Switch weiter und gut ist. Ich will aber meinen Gaming-PC. Mach die Augen zu, dann weißt du, was du bekommst. Okay. Ich sehe nichts. Vater, ich habe alles geklärt. Klaus zahlt mir den Gaming-PC. Nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Doch, ich habe ihn schon angerufen. Es ist alles abgeklärt. Na, dann kläre ich jetzt ab, dass du ihn nicht bekommst. Hallöchen. Klaus, du hast doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Du hörst auf, mich einen Gaming-PC zu kaufen. Ist das klar? Ciao. Ciao. So, jetzt hab ich's abgeklärt. Ganz ehrlich, ich hasse dich. Ich hau jetzt ab. Tüdelü. Viel Spaß. Ach, der kommt sowieso gleich wieder. Wer knallt da schon wieder die Tür? Mann, ich hasse ihn einfach. Oh Mann, Gott sei Dank habe ich mir was zu essen mitgenommen. So, was mache ich jetzt? Ich hab nichts. Wer knallt da schon wieder die Tür? Micha. Und wohin ist er gegangen? Er meinte, er hasst mich und ist rausgerannt. Ihr zwei immer. Ach, der kommt gleich wieder. Ah, warst du aber lange weg. Ich hab nur was vergessen. Und auch schon gefunden. Tüdelü. Micha, bleib hier. Nein, ich will mein Gaming-PC. Und solange ich ihn nicht bekomme, gehe ich einfach. Tüdelü. Micha. Die können mich mal. Ich hab ohne die ein besseres Leben. Oh, ein Megis. Mit gratis WLAN. Essen und zocken. Beste Leben. Hi Micha, so ein Zufall. Oh Mann, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe mir jetzt auch eine Switch gekauft. Wollen wir zusammen zocken? Okay, dann holen wir mal für dich den Win. Was? Musste das sein? Was meinst du? Na das gerade eben. Das sind ganz normale Erziehungsmethoden. Ich seh's. Mein kleiner Micha. Der kommt gleich wieder. Das hast du vor 4 Stunden auch schon gesagt, Mann. Och Mann, meine Switch ist leer. Ich habe auch nur noch 1% Akku. Was machen wir denn jetzt? Wir gehen einfach heim und laden sie auf. Geht leider nicht. Ich bin zu Hause abgehauen. Oh, das ist doof. Oder ich schleich mich zu Hause rein und hol das Ladegerät. Oder wir gehen zu mir nach Hause. Ja, gute Idee. Mann, 9 Stunden ist er jetzt schon allein da draußen. Der kommt gleich wieder. Mann! Mann, was soll das? Wenn du das jetzt noch einmal sagst, dann gibt's noch eine. Ich warte jetzt nicht mehr, ich gehe ihn suchen. Na gut, ich komm ja schon mit. Wow, dein Zimmer ist ja nice. Danke, und wie sieht's aus? Minecraft? Naja gut, probieren kann man's ja mal. Alter, Minecraft ist ja doch voll cool. Hab ich doch gesagt. Und jetzt spielen wir Roblox, oder? Nein, da bin ich raus.
Na gut, dann halt wieder Fortnite. Ja, Mann, wir holen uns die Noobs. Micha! Ach, der ist bestimmt schon zu Hause und zockt wieder. Nein, glaube ich nicht. Wir suchen weiter. Na gut, du hast ja recht. Hallo? Hi! Ah, Sibylle, hi. Jo, was geht? Wir suchen Micha. Was? Ist er abgehauen? Ja, vor 9 Stunden. Oh nein, wo seid ihr? Ich helfe euch. Wir sind hier gerade am Megges. Er liebt Cheeseburger. Und es gibt gratis WLAN. Vielleicht ist er ja hier. Such du am besten woanders. Okidoki, ich melde mich dann bei euch. Okay, ciao. Sibylle hilft uns. Ja, Mann, die Noobs. Bekommt ihr Besuch? Nein. Hi. Hallo, war dieser Junge in den letzten Stunden hier? Ja, vor knapp 3 Stunden. Der andere Typ hatte so eine Propeller-Cappy. Ah, dann weiß ich Bescheid. Danke. Er ist beim Nachbarsjungen von uns. Gott sei Dank. Micha, deine Eltern haben dich gesucht. Ich gehe erst nach Hause, wenn ich meinen 1800-Euro Gaming-PC bekomme. Also bist du deshalb von zu Hause abgehauen? Ja. Schuldig. Was sollte das? Das wollte ich schon immer mal machen. Du hast den Tisch kaputt gemacht, du Idiot. Ach, der kostet 20 Euro, ich zahle ihn euch. Er kostet 1840 Euro. Was? Er kostet 1840 Euro. Was? Ja, der ist höhenverstellbar. Kostet maximal 40 Euro. Du hast ihn kaputt gemacht, also zahlst du ihn, egal wie viel er kostet. Nein. Gib ihr das Geld. Na gut, hier der Scheck. Hier, Micha, ich schenk dir das Geld. Wirklich? Ja, kauf dir damit den Gaming-PC. Mama, das ist wirklich lieb. Hey, das Geld ist für den Tisch. Sie darf doch so viel Geld herschenken, wie sie will. Auf, komm, wir gehen jetzt. Und er bekommt keinen Ärger. Oh, er bekommt keinen Ärger. Auf. Okay, dann gehe ich mit. Und danke für das Geld. Micha, komm gerne mal wieder vorbei. Tschüss. Und er bekommt keinen Ärger. Er bekommt keinen Ärger. Okay, dann gehe ich mit. Also, jetzt bestellen wir den Gaming-PC. Was ist los? Das weißt du ganz genau. Du hast gesagt, ich bekomme keinen Ärger. Hab meine Finger gekreuzt. Nein, das gilt nicht. Was du kannst, kann ich schon lange. Fängt das schon wieder an? Mama, sag was. Also, den Scheck, den bewahre ich schon mal auf. Nein, der ist für mein Gaming-PC. Was ist eigentlich mit Sibylle? Was soll mit der sein? Hast du ihr Bescheid gesagt, dass wir Micha schon gefunden haben? Micha! Micha! Oh, wir haben Micha gefunden. Alles ist gut. So, hab ihr gerade geschrieben. Sehr gut. Keiner von euch sagt, dass wir sie vergessen haben, okay? Also ich bin still. Gib mir das Geld und ich bin ruhig. Nein. Okidoki, dann sag ich, dass ihr sie vergessen habt. Jetzt reicht's mir. Nein, sonst bekommst du Zockverbot. Dann gib mir doch einfach das Geld und ich bin leise. Schnauze jetzt. Ich mach auf. Oh, Micha, Gott sei Dank bist du wieder da. Vater hat mich schon vor 3 Stunden gefunden. Was, wirklich? Ja, sie haben vergessen, dir Bescheid zu sagen. Jochen! Ich kann's dir erklären. Das Ganze nur wegen dem Gaming-PC. Dann kauf ihm diesen scheiß Gaming-PC. Ja, gib mir doch einfach den Gaming-PC. Nein, bin ich Geldscheißer oder was? Ich halte das langsam nicht mehr aus. Micha, es kam ein Brief für dich. Oh Mann, was wird da wohl drin sein? Auf, sag schon, was ist da drin? Ein Scheck von Klaus, 1800 Euro für mein Gaming-PC. Klaus schon wieder? Nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Ich habe eine Idee. Er kann doch einfach einen Ferienjob machen. Ach so, so einen Schülerjob, ja. Finde ich eine gute Idee. Und dann können wir den PC auf Raten kaufen. Er zahlt sie ab. Ich will aber nicht arbeiten gehen. Doch, wenn du den Gaming-PC haben willst, dann gehst du arbeiten. Och Mann, dann mach ich's halt. Sehr gut, dann ist alles geklärt. Dann suchen wir die Arbeit. Oh, Micha, und? Wie war dein Arbeitstag? Mega anstrengend. Tja, jetzt siehst du mal, wie es mir geht. Ich hab echt keinen Bock zu arbeiten. Kann ich nicht einfach den Scheck von Klaus nehmen? Nein, du musst lernen, dass man nicht alles im Leben geschenkt bekommt. Warum denn nicht? Sonst hab ich's auch immer bekommen. Das war ein Fehler. Oh Mann, ey. Ach, heul doch. Aber leise.
Hallöchen. Mahlzeit, Klaus. Ich bin's, Micha. Ah, Micha, hi. Danke dir für den Check, aber Vater wollte ihn nicht einlösen. Was? Aber er wurde doch eingelöst. Das kann nicht sein. Doch, Micha, er wurde eingelöst. Oh Mann, dann hat Vater ihn eingelöst. Oh je, ich komm nachher mal kurz vorbei. Wir klären das. Okay, bis nachher. Oh Mann, Vater kriegt was zu hören. So, Vater, jetzt haben wir dich. Was meinst du? Klaus, komm, erzähl's ihm. Der Scheck von Micha wurde eingelöst. Ach so, das, ich kann das erklären. Du brauchst mir nichts erklären. Ich bin ehrlich zu dir. Ich hasse dich. Ich hasse euch alle. Micha, jetzt chill doch mal. Oha, sag mir nicht, dass ich chillen soll. Jetzt hör mir doch erstmal zu. Okay, dann rede. Du hast mir leid getan, deshalb wollte ich dir einen Gaming-PC kaufen. Also war ich im Laden und habe einen gefunden. Jetzt wollte ich ihn einpacken und dir später schenken. Auf jeden Fall sollte das Ganze für dich eine Überraschung werden. Was? Wirklich? Ja, aber du hast sie ja komplett versaut. Oh Mann, Vater, es tut mir leid, ich wusste doch gar nichts davon. So, und jetzt bin ich sauer, denn ich... Gib den PC wieder zurück und dann gehst du arbeiten und verdienst dein eigenes Geld. Ist mir scheißegal. Nein, Vater. Doch, Vater. Ganz genau so sieht's aus. Mann. Vater, nicht zurückschicken. Es tut mir leid. Nein, der Gaming-PC wird zurückgeschickt. Das ist bestimmt schon die Post. Die Post, hallo. Alter. So, und jetzt ist Schicht im Schacht. Mann, das ist so unfair. Oh Mann, das ist so unfair. Ich habe ja noch meine PaySafe-Karten. Geil, die löse ich wenigstens ein. Was? Karte nicht verfügbar? Hä? Wichtig, du musst die Karte über die Kasse ziehen, um sie zu aktivieren. Oh Mann, habe ich ja total vergessen. Naja, ich gehe jetzt arbeiten. Mahlzeit! Du kommst genau richtig. Um zu arbeiten? Ja, ich bin immer pünktlich. Nein, um zu verschwinden. Was? Warum? Du bist gefeuert. Du bist gefeuert. Was? Warum? Du hast PaySafe-Karten gedruckt und dann eingesteckt. Ja, ich geb's ja zu, aber die waren wertlos. Aber du hast es versucht. Geh. Aber ich brauch das Geld für meinen Gaming-PC. Bitte. Nein, verschwinde. Oh Mann. Keiner zu Hause. Ich hoffe, dass Vater das Ganze nicht mitbekommt. Moin. Hi. Ist Micha da? Er sagte, er arbeitet hier. Nicht mehr. Er hat geklaut. Ich habe ihn gekündigt. Was? Geklaut? Micha! Oh Mann! Micha! Oh Mann! Du hast geklaut! Ja, ich hab's versucht. Was ist nur los mit dir? Wer ist das? Warte hier! Was geht ab, ihr zwei? Micha hat geklaut. Micha, nicht dein Ernst. Ich hab's versucht und hab draus gelernt. Na dann ist doch alles gut. Nein, da ist nicht alles gut. Er hat geklaut. Jeder hat doch schon mal geklaut. Nein. Was? Tu doch nicht so. Du hast damals haufenweise Centershocks geklaut. Sei doch ruhig. Mann, wer ist das denn jetzt? Naja, ich muss mich mal hinsetzen. Ich mach schon auf. Hi Micha, ich wollte mir dein Gaming-PC anschauen. Hi Micha, ich wollte mir dein Gaming-PC anschauen. Ich hab ihn nicht bekommen. Was? Ja, und ich hab richtig Ärger gekriegt. Oh mein Gott. Ja, und ich muss arbeiten, damit ich meinen Gaming-PC bekomme. Das darf doch nicht wahr sein. Wow, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Mann! Du sagtest, er bekommt keinen Ärger. Hab meine Finger gekreuzt. Sind wir noch in der Grundschule oder was? Nein. Also, und er muss nicht arbeiten gehen. Jetzt hört's auf. Er soll sich aber den PC verdienen. Pappelapapp, er bekommt das Geld von mir. Wie lange geht das jetzt schon? Ja, zu lange. Also, da haben wir es ja geklärt, oder? Naja gut, dann machen wir es so. Endlich bekomme ich meinen Gaming-PC. Jawohl! Ich bleib so lange hier, bis ihr den Gaming-PC bestellt habt. Ich bin doch schon dabei. Sehr gut, das Geld gibt's nachher über PayPal. Ja, passt. Halt! Darf ich draufdrücken? Von mir aus. Jawohl! Ha, er ist bestellt! Ha, so cool! Also, dann passt ja alles. Ich bin weg. Ciao. Danke und tüdelü!
Günther, ich glaub's nicht. Familie Meister hat schon wieder einen Gaming-PC bestellt. Familie Meister? Ja, das weißt doch noch. Da hast du den PC in Einzelteile fortgeschickt. Ah. Dein Blick sagt schon alles. Du verschickst den diesmal richtig. Ja, Marie. Ich bin der Pac-Man und ich pack die Pakete, wie ich das will. Micha! Mann, was ist denn schon wieder los? Du hast ein Paket von YouTube bekommen. Wow, da steht ja sogar mein Name drauf. Ja, Michael Meister. Ich will's unbedingt aufmachen. Na dann hier. Wow, was da wohl drin ist? Ich will's auch sehen. Okay, ich mach jetzt auf. Wow! Mein Playbutton! Wow! Muss ich da jetzt noch irgendwas sagen? Ich würde sagen, du bedankst dich bei den Leuten. Okay. Danke und tüdelü. Micha! Ja, okay. Dankeschön, Freunde, dass ihr immer meine Videos schaut und mich so sehr feiert. Ja, und danke, dass ihr mich auch so feiert. Danke auch von mir. Also, bis dahin, Freunde. Tüdelü. Micha, Paket für dich. Ja, Mann, endlich ist er da, mein Gaming-PC. Na, hoffentlich ist er das. Na, so ein großes Paket, das wird er wohl sein. Günther, ja? Der Gaming-PC ist zurückgekommen. Was? Der ist zu schwer, den müssen wir in Einzelteile verschicken. Du hast gesagt, ich soll den nicht in Einzelteile verschicken. Hab ich ja selber nicht gewusst. Neu, 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 neu. Nein, nicht schon wieder. Oh. Mann, die haben mir nur ein Arbeitsspeicher geschickt. Ja, Mann, nur noch ein Stop, dann ist der Gaming-PC da. Oh, Mann, ich halt's nicht mehr aus. Ich muss ganz dringend aufs Klo. Mann. Oh, Mann. Nein, halt, ich bin gleich da. Einen Moment noch. Halt, ich komm schon. Hallo? Och, nein. Dein Paket wurde bei einem Nachbarn abgegeben. Aber bei welchem? Oh Mann, jetzt muss ich überall klingeln. Mahlzeit. Hi, Micha. Wurde bei dir ein Paket für mich abgegeben? Nein. Mann, ich war nur kurz scheißen und dann hat er geklingelt und dann ist er direkt abgehauen. Was ist daran so witzig? Nichts. Naja, dann muss ich weitersuchen, Tüdelü. Viel Glück. Jo. Mahlzeit, wurde ein Paket für mich bei dir abgegeben? Nein. Ich sehe bei dir da hinten ein Paket, das ist meins, oder? Bro, ich sagte doch nein. Bitte, das ist mein Gaming-PC. Das ist mein Paket. Ach, lass mich durch. Digga. Oh Mann, ich glaube, das hätte ich nicht sehen sollen. Ich sagte doch, das ist mein Paket. Sorry, tut mir wirklich leid, ich bin dann mal weg. Tüdelü. Hallo? Mahlzeit, haben Sie ein Paket angenommen? Also bei mir nicht. Rainer, wurde bei dir ein Paket abgegeben? Nein. Oh Mann. Tut mir wirklich leid. Micha, ich bin vom Einkaufen zurück. Holst du die Wäsche von unten? Ja, Mama. Tüdelü. Ciao. Oh Mann, da ist ja mein Paket, aber wie kommt das da hin? Hi. Ich habe ein Paket für Micha Meister, aber der ist nicht da. Alles gut, ich nehme es an. Danke, ciao. Tschüss. Ich verarsche jetzt Micha. Micha braucht jetzt erstmal ein Weilchen, bis er das Paket gefunden hat. Ich werde noch herausfinden, wer mein Paket hier runtergebracht hat. Und der bekommt sowas von Ärger. Alter, ist der schwer. Wenn er da nicht drin ist, dann fress ich einen Besen. Oha. Oha, geil, er ist da. Der sieht ja mal geil aus. Ich wusste ja gar nicht, dass ich eine Wasserkühlung habe. Ist das besonders? Auf jeden Fall und ich habe eine 3070 Ti. Hä? Normalerweise eine 2070 Super, oder? Ist doch egal, er gefällt mir. Nee, das ist der falsche, den schicken wir wieder zurück. Ich warn dich, wehe. Micha, das ist nicht das, was wir bestellt haben. Ist doch egal, er ist besser als der andere. Wir schicken ihn zurück. Nein! Ich mach auf. Micha, ich bin hier der Chef im Haus. Wir schicken ihn zurück. Hallöchen, was ist denn hier los? Ich hab den falschen PC bekommen, aber er ist besser als andere. Und Vater will ihn wieder zurückschicken. Bist du bescheuert? Das ist aber nicht das, was wir bestellt haben. Du hast ihn doch nicht mehr alle. Wir behalten ihn. Was? Viel Spaß, Micha. Jawohl, endlich.